Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder zu Sabine Lienig TV, heute mit dem zweiten Teil von dem Gesichtsleser Eric Stand-Up. Was sagen denn meine Lippen? Ich habe da keine Berührungsängste, kannst du ruhig sagen. Ja, aber deine, ja. Deine Lippen sind ja das schon mal sehr groß, also dein Mund ist sehr groß. Und was auch auffällig ist, dein Mund ist genauso groß wie deine Lippen. Es gibt viele Menschen, die haben so einen Mund, die Lippen beginnen aber hier. Aha. Das wären die typischen Lippen eines Geheimnisträgers dann. Der sagt nicht alles. Deine Lippen sind sehr füllig, Ober- und Unterlippe ist gleich groß und der Mund ist sehr groß. Von daher hast du den Mund des Kommunikators. Also passt das, ne? Das was passt ich jetzt hier dazu. Mache? Passt gut, ja. Du hast auch den Mund eines Problemlösers. Das heißt, also diese Frau gibt den Ratschlag. Also das ist, sagt die Form. Passt zu meinem Beruf. Ja, dann hast du Unterlippe und Oberlippe gleich groß. Das wäre dann praktisch die Aussage, weil das untere steht fürs Materielle, das obere steht fürs Ideelle. Dann würde man bei dir auch sagen, Herz und Verstand gehen Hand in Hand. Das also reimt da sich sogar schön, schön, ja. Gehen da nicht einseitig. Ah. Und dann wäre eher noch zu betrachten, wie geht die Frau mit ihren Lippen um? Also wie spricht sie? Wie bewegt sich der Mund? Und da ist eindeutig zu sehen, dass der Mund fast ein wenig tanzt, links, rechts. Das ist die Frau der vielen Interessen. Man sieht auch, dass du, wenn ich mit dir spreche und ich sage einen Satz, der dich irgendwie interessiert oder fesselt, dann öffnest du den Mund immer leicht und schließt ihn gleich wieder. Das ist, dass du schnell Informationen aufnehmen kannst. Dadurch weiß ich, dass du schnell connecten kannst. Das und das mein das, das, das. Also du hast dann schnell kapiert, worum es geht. Und in den Augen könnte man dann sofort sehen, sie will es umsetzen. Und das würde dann korrespondieren mit Mund-Wangen-Kombination, die du hast, wo man den Verantwortlichen sieht. Ein Mensch, der Verantwortung so ernst nimmt, dass er sich hin und wieder selbst vergisst. Ja. Also so läuft dann die Kombinationswelle weiter. Ja, ist ja auch so. Ne? Ja. Ich habe ja auch 50 Angestellte, das ist wirklich wahr. Ja. Und ich neige tatsächlich dazu, mich oft selbst zu vergessen. Viele sagen, jetzt denk doch mal an dich. Also, ähnlich, ne? Das ist schon interessant, was du alles aus einem Mund siehst, von einem Mund. Es ist eben nicht nur der Mund, sondern du siehst, ich versuche sofort zu kombinieren mit anderen Merkmalen. Weil wenn ich nur den Mund als Foto habe, natürlich muss ich mit meinen Schülern beim Lego-Stein Nummer 1 anfangen. Dieser Mund bedeutet dies. Und so sind auch viele meiner Bücher aufgebaut. Ich kann ja nicht gleich mit den Kombinationen anfangen, wenn noch nicht die Essenz da ist. Ne? Aber ich rate jedem davon ab, einen Menschen zu beurteilen, nur anhand eines einzelnen Merkmales. Ja. Da kann man ganz schön auf den Holzweg kommen. Naja, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, ne, wo jetzt die vielen Schönheits-OPs sind. Oh. Was hältst du denn davon? Da ist doch gar keine Mimik mehr. Also kann man dann da überhaupt noch lesen? Also wenn man so eine Tellerlippen auf einmal hat, kann man doch gar nicht mehr erkennen, wie die Lippen normalerweise sind. Was mit dem Menschen ist. Wenn ich jetzt so eine Tellerlippe hier hätte, könntest du das dann genauso sagen? Könntest du dann nicht mehr sagen? Also ich habe natürlich ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu. Ich habe auch von einer Schönheitsklinik das Angebot bekommen, dort zu arbeiten, um die Menschen dort zu beraten, wie sie denn aussehen müssten, wenn sie das und das ausstrahlen wollen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für so einen Quatsch bin ich nicht zu haben. Nee, das ist ja keine Authentizität. Also ich weiß gar nicht, wie ich abends ins Bett fallen würde. Ich würde nicht wegen schlechtem Gewissen, sondern einfach, ich würde mich nicht erfüllt sehen. Nee. Ja. Das ist ja auch was Falsches. Du unterstützt ja da Maskenhaftigkeit. Das ist ja nichts. Und damit ist man aber ja schon wieder verraten. Also schön. Schönheits-OPs und das andere, was du nennst, wäre jetzt zum Beispiel Aufspritzen. Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also erstmal, ja, wenn ich Botox in mein Gesicht injiziere, minimiere ich die Bewegung der Muskeln. Ich lähme sie und dadurch kann ich die Mimik nicht mehr lesen. Das kann aber der andere auch nicht. Denn er hat keine Empathie mehr. Wir leben sehr stark davon, dass wir den anderen nachahmen. Wenn einer also lacht, lache ich zurück. Wenn ich das nicht mehr kann, fehlt mir die Empathie. Durch dieses Injizieren nehme ich mich auch sozusagen zurück und in meine Welt. Und deshalb sollte man das nicht übertreiben. Ich kann verstehen, dass das jemand machen will, aus Schönheitsidealen. Ich merke aber in Hongkong zum Beispiel, beginnt das jetzt mit 18 Jahren, da ist irgendwas, ich will das ändern. Und das kann ein Fetisch werden, man macht es dann ständig. Deshalb, wenn das jemand machen will, aus einem Grund, soll er, aber bitte nicht exzessiv, denn die Folgen sind groß. Wir dürfen ja nicht vergessen, dieses Botox, wenn, soweit ich es richtig weiß, ist ja auch, besteht ja auch Substanzen, die in Leichengiften vorhanden sind.
wenn wir das ja rein initiieren, ja, das bleibt ja nicht da stehen. Ich meine, wir sind ja ein Organismus. Ja, mit anderen Worten, das Erste, was passiert, dass über den Nervus facialis diese Flüssigkeit, was immer, in unser Gehirn gelangt. Mhm. Also spätestens da würde ich mal nervös werden. Mhm. Ja, viele sagen ja auch, dass wir über die Mimik ja nicht nur so kommunizieren, sondern es hat auch mit unserer Intelligenz zu tun und die ist dann tatsächlich gelähmt. Man sagt das ja oft. Dass das ist einfach so. Es scheint wirklich die Folge zu sein. Ja. Und die Mimik hält uns jung. Die Leute glauben immer, es sind die Falten, die entscheiden, ob wir alt oder jung aussehen. Das ist gar nicht so. Falten können richtig attraktiv sein, sie können anziehen. Deswegen sagen wir auch Lachfalten, Sonnenfalten übrigens im Spanisch. Sonnenfalten? Sonnenfalten. Das finde ich gut. Falten der Sonne. Aber was uns alt macht, ist die Mimik. Mhm. Wenn ich als 20-Jähriger, wenn ich das mal kurz zeigen darf, wenn ich als 20-Jähriger so schaue, dann wirke ich alt, ich wirke leer. Wenn ich aber als 80-Jähriger noch so schaue, dann kann ich Falten haben, wie viel ich will. Ich wirke sofort 20 Jahre jünger, wenn nicht gar 30. Ja, und das ist das, was den Leuten nicht bewusst ist. Mhm. Der Grund der Mimik ist ja, was sich im Kopf abspielt. Und wenn im Kopf viel Träume, Farben, Pläne sind, dann strahlt das unsere Mimik aus. Und das ist das, was uns jung hält. Mhm. Ja, das ist das Interessante. Vielleicht noch ein Wort zur Schönheitsoperation. Mhm. Ich habe beides erlebt. Also ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr unglückliche Frau als Kundin gehabt, die hat sich dann, also ich könnte es nicht, ein Kinn transplantieren lassen. Ein Kinn transplantieren? Ja, ein Kinn. Denn sie hatte einen kugelrunden Kopf und mit dem war sie unglücklich und mit dem Kinn sah es dann irgendwie anders aus. Mhm. Das sieht man mal, was man alles machen kann. Und dadurch hat sie so viel Selbstbewusstsein bekommen, dass sie wieder unter Menschen gegangen ist und Kontakte knüpfen konnte und, und. Dann dachte ich mir, das ist vielleicht manchmal gut, nicht ganz so vorurteilsbehaftet zu sein. Wenn Menschen darunter leiden, wie sie aussehen, dann ist das sicherlich gut. Also ja, das glaube ich schon im Extremfall, aber bestimmt nicht dauernd, dass man nur sagt, das will ich und das möchte ich richtig, korrigiert haben. Aber es ist natürlich Unsinn, wenn man irgendwann mal so maskenhaft aussieht, dass man mit dem eigentlichen Ich nichts mehr zu tun hat. Ja. Das, die Ohren anlegen, wenn man so will, ist das ja die erste Schönheits-OP. Und die ist nicht gewählt. Die beschließen meistens Eltern für einen. Der Grund ist, jetzt aber die Ohren angelegt. Bei Segelohren meinst du jetzt auch? Ja, genau. Ja, gut, aber das kann ich auch verstehen. Das ist für viele auch belastend, ne? So, wenn sie solche Ohren haben. Aber Sabine, das Interessante ist, ich hatte einen Kunden vor 2 Jahren, der hat das als Kind gemacht bekommen und hatte den Wunsch, das wieder rückgängig zu machen. Mhm. Und es gibt in München Ärzte, die machen das auch wieder rückgängig. Mhm. Also, weil er sich nicht wohlfühlte damit. Okay. Er fühlte sich mit den Ohren, die er davor hatte, wohl. Schon. Aber man wirkt natürlich völlig anders, optisch. Ja. Und dadurch provoziert man bei Menschen andere Reaktionen. Aber wie du gerade so mit den Augen so geguckt hast, das zeigt ja die totale Begeisterung. Ich kenne auch viele Ältere, die so ihre Berufung leben und das strahlt aus den Augen. Ob sie nun 80 oder 90 sind, die wirken dadurch sehr jugendlich. Das ist schon wahr. Das ist ja ganz wichtig, dass die alten Herrschaften etwas in ihrem Leben haben, was sie immer noch mitreißt. Ja, und dann können die punkten bei den Jungen und werden auch gern gesehen. Wo wir Probleme haben, ist ja der frustrierte 75-Jährige, der um 12 Uhr mit seinem Einkaufswagen die Kasse versperrt, weil er nur so seine Aufmerksamkeit bekommt, weil da alle gerade einkaufen gehen. Also mein Klischee jetzt mal rausholen. Ja. Aber wir wollen ja auch von alten Menschen lernen. Und das können wir nur, wenn die den Wunsch haben, sich mitzuteilen und auch was gefunden haben. Ja, vielleicht kannst du auch noch was über meine Nase sagen. Das ist ja jetzt mal interessant. Jetzt, wo ich dich du schon bist mal ein Gedankenleser. Ich habe gesagt, was kannst du? Dachte ich mir, jetzt will sie noch was wissen, bestimmt über die Nase. Bestimmt, und warum hast du es gelesen? Das ist ja interessant. Ja, das stimmt ja, was du gesagt hast eben. Stimmt, also die Nase. Wo fangen wir da an? Fangen wir mal an, was in Kulturen über die Nase gesagt wird. Im Englischen sagt man pay through the nose. Zahlst durch die Nase. Pay through the nose. Im Deutschen sagt man, der verdient sich eine goldene Nase. Ja, das kann ich, wir könnten uns ja goldene Hände verdienen, weil wir arbeiten ja mit den Händen. Ja, und im Chinesischen sagt man, die Nase sagt alles über Arbeit und Wohlstand. Und es gibt viele Kulturen, in denen wir die Nase immer in diesen Bereich einordnen. Mhm. Das ist natürlich erstmal logisch betrachtet, denkt man, was ist denn das für ein Quatsch? Was soll denn die Nase über die Arbeit sagen? Wenn man es mal langsam aufdröselt, kommen wir mal auf Folgendes. Die Nase ist das Organ der Atmung, des Durchatmens und hat damit auch mit Themen zu tun wie Freiheit, Abenteuerlust und dadurch auch Herangehensweisen. Und dadurch sagt sie natürlich auch etwas über Herangehensweisen
im Berufsbild. Wie arbeite ich? Die Nase verrät mir nicht Computerspezialist, die Nase verrät mir auch nicht hart den großen Wunsch, Lehrer zu werden, sondern die Nase verrät eher, arbeitet in dieser Art und Weise am effizientesten, weil sehr nah an der Persönlichkeit. Bei dir sieht man ja auch die starken, breiten Nasenflügel. Das ist eindeutig ein Mensch, der Freiheit braucht, Platz, Entwicklungsverhaltung, hat seine eigenen Routinen, möchte nicht die Routinen anderer haben. Alltag ist ganz schlimm, deswegen darf es gern was anderes sein. Die Nase sagt auch, dass diese Nase andere zum Durchatmen bringen kann. Gerade weil du die Nase dann in der Formung her sehr spitz nach unten führst zum Mund, das ist wiederum die beratende Nase, auch die lehrende Nase. Wir beide haben diesen Höcker hier oben. Ja, der Höcker ist manchmal... Fand ich schrecklich als Kind, habe ich drunter gelitten. Hast du drunter gelitten? Ja, haben mich immer viele aufgezogen. Ja, meiner kam, ich habe zweimal eine auf die Nase gekriegt und habe ihn nicht richtig reparieren lassen. Dieser Höcker steht im übertragenen Sinne bei den Chinesen für, da hat sich viel ereignet, macht viele Dinge und da bleibt dann halt auch mal nicht aus, dass was kaputt geht. Und das könnte man übersetzen mit, mach ganz viele Dinge auf einmal. Ja, gut. Und der Ratschlag ist dann, du hast das Talent, ganz viele Dinge auf einmal zu machen, aber mach nicht 150, sondern vielleicht 64. Das reicht auch. Mhm. Man würde diesen Menschen aber dringend raten, viele Dinge auf einmal zu machen. Also wenn so ein Mensch monoton arbeitet, geht der ein. Stimmt. Der wird, der hat ein Bore-out. Ja, das war. Ja. Und das würde man praktisch dieser Nase auch zuordnen. Ist also auch so. Zusammengefasst hättest du also die Nase des freiheitsliebenden Menschen, der ganz viele Dinge auf einmal macht, der dadurch viele Menschen berät und lehrt und dadurch praktisch eine Führungsfunktion übernehmen kann. Ja, passt ja, ne? Bis jetzt passt das ich hoffe. Alles. Ja, sehr gut. Ja, und über die Augen kannst du mir auch bestimmt auch noch was sagen. Ja, die Augen bei dir sind sehr speziell, denn sie offenbaren einen Widerspruch. Und Widersprüche sind schön, um Individualität herauszuarbeiten. Wenn wir keine Widersprüche haben, werden wir alle gleich. Mhm. Dein Widerspruch in den Augen, da sehe ich, sie leuchten, sie glänzen. Und das sind ja Augen, die man, leuchtende, glänzende Augen kennt man hauptsächlich von Menschen, die sich in ihren jungen Lebensjahren befinden, zwischen 5 und, sagen wir mal, 25. Und dann gibt es Gründe, warum Augen eintrüben. Manchmal sind es Gesundheitsgründe, manchmal ist es das Leben. Deine glänzen und leuchten noch. Das sind also die Augen desjenigen, wo ich weiß, im Kopf geht es immer noch, im Englischen sagt man youthful zu, also verspielt jugendlich. Schön, die Augen einer 25-Jährigen. Oder 15-Jährigen manchmal. Herrlich. Und diese Augen leuchten, die Augen sind aber sehr, sehr einfangend. Sie sind, im Englischen sagt man sharp-eyed. Mit anderen Worten, sie fixieren gut. Und Augen, die so jugendlich glänzen und träumen, aber zugleich fixieren, das ist sozusagen der Widerspruch. Mhm. Fixierende Augen tut das normalerweise nicht. Das sind so die typischen Augen des Scanners, Beobachters, Rückschlüsse ziehenden. Mhm. Man könnte also praktisch dann durch diese Augen herausfiltrieren, aha, träumt immer noch, hat viele Pläne, Visionen, aber ist sharp eye, beobachtet, macht Rückschlüsse. Man könnte also sagen, von einem beobachtenden Philosophen, wenn man das in zwei Worte bringen will. Also das würde man diesen Augen zuordnen. Und weil wir gerade dabei sind, der schönste Widerspruch aus meiner Sicht, weil ich habe ihn auch, den ich in deinem Gesicht sehe, der hat mit den Augen und deiner Stirn Haarlinienkombination zu tun, der würde sagen, sie liebt die Bühne, sie liebt die Aufmerksamkeit, aber sie ist trotzdem immer noch ein wenig scheu und schüchtern. Ah ja, schon. Und das ist interessant. Also sind Menschen, die eine Scheuheit haben und eine Schüchternheit, aber ihre Berufung, das, was sie rüberbringen wollen, das wollen sie groß aufs Parkett bringen. Ja, und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn ich auf der Bühne bin, dann will ich auch. Ja. Aber ich möchte nicht jeden kleinen Kram über mich verlautbaren lassen. Genau. Das ist mir einfach dann doch zu privat. Ja, ja, oder so in der Menge baden und sagen, oh, ich bin bekannt oder so, das genießen. Da hast du vollkommen recht, das kann ich dann gar nicht so genießen. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Also es ist meine Arbeit so auf der Bühne und ich hätte es nicht so gerne, wenn man jetzt alles über mich weiß und mich dauernd erkennen würde oder, ach ja, das ist anstrengend, das stimmt. Und da bin ich auch schüchtern, da bin ich tatsächlich manchmal schüchtern. Das ist die einzige Schutzmauer, die man dann noch haben kann. Ja, und das ist das, was ich meinem chinesischen Lehrmeister gesagt habe. Der hat zu mir gesagt, Erik, du bist jetzt auch Lehrmeister, du musst einen Schüler haben.
Und der Schüler begleitet dich halt überall hin. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ich möchte nicht jemand haben, der mich rund um die Uhr begleitet und dem ich dann alle 2 Stunden einen Satz der Weisheit mitteilen muss und der mir jetzt das nächste Essen herbeischleppt. Ja. Ich würde mich furchtbar eingeengt fühlen. Und deshalb ist es schön, wenn man bekannt ist, aber ich möchte nicht populär sein. Ich freue mich, wenn jemand kommt und sagt, hey, hier, ich habe dein Buch gekauft, unterschreibst du es? Da freue ich mich sehr. Aber ich könnte nicht leben wie andere, die ständig angefasst und hallo und ja, hier genau. und Foto. Und ja, das hin und wieder, das ist so eine, das gibt einem das Gefühl, man macht das Richtige. Ja, ja. Und das ist schön. Ja, natürlich ist das sehr spezifisch. Das kann sich, glaube ich, nicht jeder im Leben raussuchen. Und dann wäre mir das Bekanntsein immer noch lieber als das völlig Unbekanntsein. Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn man eine Botschaft hat. Ne? Das ist ja eben ganz, ganz wichtig. Ja, ich benutze dich gerade ein bisschen. Ich hoffe, es stört dich das nicht. Das ist aber, überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, das ist interessant, wenn die Zuschauer das mal so live erleben und wie du das machst. Weil das ist ja einfach spannend. Das ist ja gelebt. So, gerne. Was tust du? Möchtest du, dass ich vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu sage? Kannst du, ja, ja du noch also was mir was, mhm. was auch etwas ungewöhnlicher ist die Gesichtsform bei dir. Mhm. Die würde im chinesischen Gesicht lesen das sogenannte Berggesicht heißen. Berggesicht? Ja. Und okay. ein Berggesicht ist deshalb ungewöhnlich, weil man es häufiger eher bei Männern findet, aber man findet jede Form bei beiden Geschlechtern, nur in unterschiedlichen Verteilungen. Und Berggesichtern findet man bei Männern vielleicht eher 7 von 10 Berggesichtern sind Männer. Dein Berggesicht ist ein Berggesicht, man muss sich zurückversetzen in den Chinesen vor 3000 Jahren, wofür steht ein Berg? Und deshalb heißt dieses Gesicht Berggesicht. Und ein Berg steht für Unverrückbarkeit. Heute sagt man ein Mann ein Wort, bei dir eine Frau ein Wort. Ja. Ein Berg steht für Loyalität. Mhm. Ein Berg steht dafür, dass man sich darauf verlassen kann, da ist er. Ein Berg steht dafür, dass er klare Positionen bezieht und darauf kann man sich verlassen. Wenn der aber mal ins Rollen kommt, dann sollte man es nicht, also man sollte sich nicht verscherzen, weil sonst die Steinschläge kommen. Der Berg ist auch ein Wesen, der sich hervorragend als Mentor eignet, übrigens auch als Mediator, als Promoter, als Lehrer, als Berater. Der Berg soll aber den langen Weg gehen. Also du bist aufgefordert, in deinem Leben den langen Weg zu gehen. Und zwischendrin gibt es Gasthäuser, in denen du nicht verweilen sollst, auch wenn sie so hübsch sind oder bequem. Weil nur ganz oben erreichst du diesen 360-Grad-Blick, den du erstrebst. Die meisten Menschen erstreben den nicht. Wenn ich das an dem Glas zeigen darf, viele Menschen haben die Sicht der Dinge einseitig. Möglicherweise 90 Grad. Dein Weg ist der und du willst von oben alles erkennen. Deshalb sind deine Interessen auch nicht einseitig, sondern in allen möglichen Bereichen zu Hause. Man kennt dich vielleicht mit diesem Thema, aber deine Themen sind viel, viel, vielschichtiger. Ja. Und deshalb würde man dem Berg immer raten, such dir deine Freunde von allen Seitenlagen und verlang nicht von diesen Freunden, dass sie das auch haben, sondern du machst dir deine Welt, indem du von da jemand hast und von da und dann eine größere Umsicht hast. Das ist bunt. Berge werden häufig auch sehr alt, weil Berge, die klappen ja nicht da nach 10 Jahren zusammen. Berge werden sehr alt und deshalb sagt man dem Berg auch immer, Eile mit Weile, Geduld. Dein Weg ist eben einer, der immer wieder Dinge hinzunehmenden, im Englischen sagt man Late Bloomer, das späte Blühen, weil eben immer noch was dazukommt, um diesen Berg am Ende zum Gipfelkreuz zu führen. Das wären erste Aussagen zum Berg. Wenn man das noch vertieft, kann man 10, 15 Minuten drüber reden. Nein, das stimmt. 100%. Und es ist sehr philosophisch. Nein, das stimmt aber auch. Das ist wirklich wahr. Weil ich mache jetzt auch eine Ausbildung zur Heilerin, bei jemandem bekannten Heiler, und sage, also da habe ich jetzt vielleicht zum Meister gebracht, mal so in Anführungsstrichen, ich möchte jetzt wieder Schülerin werden. Und das ist tatsächlich so, das ist so. Dass immer was Neues dazukommt und dass ich wirklich immer das Ganze sehen möchte. Ich bin auch ein sehr tiefgründiger Mensch, ich habe mich schon immer gefragt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und so. Diese ganzen also spirituellen Themen, die interessieren mich auch sehr. Mhm. Mann, das ist also 1000%ig stimmt die Analyse.
Freut mich. Super. Freut mich. Jetzt lerne ich dich auch erst kennen, denn die Leute glauben immer, ich lese sofort los. Ne? Das ist Unsinn. Erst wenn ich aufgefordert werde, weil es kostet ja auch Kraft. Ja, klar. Die Leute glauben ja, lies mal, mach mal, hier mal. Das ist so ein bisschen der Fluch, wie beim Arzt, wenn man weiß, der ist Arzt. Du, übrigens, mir tut da gerade was weh. Ja, ist klar. Das kenne ich ja. Genau, du wirst ja ständig angezapft, dein Wissen. Das ist ja nicht bös gemeint und man kann es auch verstehen, aber man will ja auch aus seiner Rolle raus. Ich sage oft, ich bin Eric. Ja. Ich bin nicht Face, Vorname Face, Nachname Reader. Nein, Eric. Stand-up. Ja, Stand-up, genau. Von mir ist auch Stand-up. Ich stehe auch gerne auf. Ja, guck mal, das ist auch ein toller Name, der auch mit deinem Leben zu tun hat. Denn du hast mir erzählt, du hast zweimal Burnout gehabt. Ne? Steh auf, du bist wieder aufgestanden. Ja, das ist sehr lustig. Aufgestanden. So kann man das auch sehen. Ne? Ja, schau mal. Ja. Nomen ist Omen. Sind wir aufgestanden. Oft was dran. Das ja, oft was dran. Ich hoffe, ich stehe jetzt für den Rest und muss nicht schon wieder zwischendrin hinsitzen und wieder, mich wieder erheben. Also du machst eine wunderbare Arbeit. Ich finde das ganz toll und ich bekomme das ja auch immer mit, wenn wir gemeinsam da auf den Messen sind, wie die Leute begeistert sind. Und auch deine Schüler. Kann ich dir nur zurückgeben? Das hat uns ja zusammengebracht. Ich hatte ja auch nicht wirklich überlegt, wo gehe ich da hin, sondern wer so viele Menschen ansieht wie bei dir am Stand und ich sehe auch, wie die Menschen da weggehen. Ich muss nur die Mimik anschauen, da muss ich nicht mal tief lesen. Oh Gott, geschockt, manche auch geschockt, ne? Es ist auf jeden Fall, man kommt, man verlässt den Platz anders, wie man da war. Und damit sieht man, da ist etwas passiert, da hat jemand eine Botschaft erhalten, eine Information bekommen und damit war dieser Besuch an diesem Stand erstmal von Wertigkeit. Mhm. Und wie oft verlassen wir denn Orte, wo wir hinterher gelangweilter ausschauen oder so wie vorher? Ja, oder die Lippe hier. Ja, oder die Lippe geht hoch. Ja, genau. Ja. Und das ist eben bei dir nicht der Fall. Und auf Messen lernt man das Leben kennen. Da sind alle, jeder Stand hat was anderes zu bieten und das ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Also zu glauben, man geht auf eine Messe und ist danach erleuchtet, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, das muss man einfach in Kauf nehmen. Ich bin dann immer wieder überrascht, dass die Leute sagen, ja, ich war auf dieser Messe und 4 Stände, die waren ja ganz schlimm, dass man die zugelassen hat. Mhm. Wieso? Es gibt gute Zahnärzte und schlechte Zahnärzte. Also es gibt, das ist doch ganz normal. Das ist die Vielfalt. Ne? Genau. Die Vielfalt muss doch abgebildet sein. Eins würde ich schon auch noch gerne von dir wissen. Ich möchte dich aber nicht überfordern. Aber die Ohren haben ja auch eine ganz starke Bedeutung. Das liest du ja auch. Ne? Ja, ja. Soll ich mal meine zeigen? Zeig mal deine Ohren, genau. Ja. Sehr große Ohren. Kennst du Enterprise? Ja, schau mal, ja, ein wenig. Ja. Echt, früher haben sie mich immer gehänselt mit den Ohren. Also so spitz zulaufen? Ja, Spock-Ohren haben sie zu mir gesagt. So. Okay. Naja, sind schon, ne? Naja, so. Kann man es sehen? Ja, Spitzohren. Spock-Ohren. Naja. Das war, also, wenn ich jetzt sagen würde, du kommst vom Planeten Vulkan, würde ich einen Fehler machen. Ja, nee, dann so logisch bin ich nicht wie der. Aber lustigerweise ist der Vulkan ja auch ein Berg, ne? Aber ein sehr leidenschaftlicher Berg. Okay. Und das hast du ja auch, die Leidenschaft, die Begeisterung. Die Ohren, du kennst ja diese Aussage, große Ohren garantieren ein langes Leben. Mhm. Diese volkstümliche Aussage ist keine typische Face-Reader-Aussage, aber im chinesischen Gesichtlesen, die mit der TCM einhergeht, sagt man tatsächlich, der Langohrige lebt länger. Das liegt aber unter anderem daran, dass die Ohren ja im Alter auch an Größe zunehmen. Mhm. Und dadurch hat man das Gefühl, wer schon lange Ohren hat, der wird auf jeden Fall alt. Dabei würden die möglicherweise auch zunehmen. Das liegt auch daran, dass der Kopf schrumpft. Und dann ist das Proportionsverhältnis ein anderes. Mhm. Also gibt es viele Aspekte. Demnach würde man die Ohren als authentischer Beisatz deines Berggesichtes nehmen. Denn auch die Ohren bestätigen, was der Berg sagt, das lange Leben. Die Ohren, die du hast von der Formung her, auch da. Weißt du, so Figuren wie der Spock, die werden ja kreiert von irgendeinem, der sich das ausdenkt. Und der Spock hat ja eine gewisse Mentalität, Wesen. Und man will diese Mentalität auch optisch wiedergeben. Und deshalb hat man dem Spock auch diesen Pagenschnitt gegeben. Die Stirn ist zu, stimmt, während bei Kirk die Stirn offen ist. Mhm. Der Spock hat gar nicht den Wunsch zu führen. Mhm. Er will gar niemandem die Stirn bieten. Ja. Also kriegt er diesen Pagenschnitt. Mhm. Die Ohren, diese Spitzohren, der Spock schafft es, Dinge sehr rational und diplomatisch wiederzugeben.
in seiner Nüchternheit. Mhm. Und das würde man deinen Ohren auch zuordnen. Mhm. Nicht, weil der Spock das hat, sondern weil die Chinesen das vor ein paar tausend Jahren gesagt haben. Und der diesen Spock kreiert hat, war kein Gesichtleser, denke ich mal. Aber er hat unterbewusst gespürt, wenn ich einen Menschen oder ein Wesen kreieren will, dann muss es so aussehen. Also deine Ohren stehen dafür. Die Ohren stehen auch von der Länge und der Diplomatie, der du zugeordnet wirst, dem diplomatischen Geist, den du hast, dann auch für das Verbindende. Sie stehen übrigens auch, du hast das Ohr der Musik von der Öffnung her. Mhm. Das heißt, das ist ein Ohr, das Klänge, Stimmungen sehr leicht wahrnimmt. Du kommst in einen Raum, hast sofort ein Gefühl, was spielt sich hier ab. Kann auch dann mit der Musik in Verbindung gebracht werden. Und der untere Teil bei dir im Ohr zeigt den Menschen, der sehr schnell auf Stimmungen reagiert, der deshalb immer Acht geben muss, dass er sich zurückzieht, wenn die eigene Stimmung sich droht zu verändern, weil deine Stimmung schneller veränderbar ist als die von Menschen, die nicht so mit allen Sinnen an einer Situation teilnehmen. Mhm. Das heißt, man würde dann sogar, wenn man jetzt weitergeht, schauen, wie leicht stimulierbar ist ihr Nervensystem? Nimmt sie genug Nahrung zu sich, die dem Nervensystem guttun? Das können wir ja bei dir mal unterstellen. ja. Aber das würde ich jetzt praktisch bei einem Kunden weiterlesen. Mhm. Und da würde ich jetzt zum Beispiel auf Magnesium schauen, mhm, als Mineral des Nervensystems. Mhm. Das würde ich jetzt praktisch aus den Ohren so auf die Schnelle. Mhm. Magnesiummangel könnte schon sein gerade, ja. Das, das könnte schon sein. Ja, vielen Dank. Gerne. Du hast mir jetzt so viel gesagt. Ich hoffe, das fanden die Zuschauer jetzt auch ganz spannend. Was ist denn so dein Ziel jetzt noch in der Zukunft? Was möchtest du erreichen? Und du hast doch sicherlich auch eine Vision. Ja, oder soll es jetzt so weitergehen wie jetzt, die Reiserei durch die Welt? Oder? Also natürlich, ich hab eine übergeordnete Vision und ich habe Visionen, die sie sogar faktisch dann festmachen können. Mir ist es unheimlich wichtig, dass ich die Botschaft vom Gesichtlesen, so wie sie mal war, in die Welt hinaustrage. Gesichtlesen ist nichts Wertendes, es wertschätzt Menschen, es sagt nicht gut oder schlecht, sondern es sagt, man kann alles gewinnend und verlierend leben. Und ich kämpfe ein wenig gegen Vorurteile, gegen das Gesichtlesen, aber auch, was Menschen, die mit dem Thema Face Reading zu tun haben, so in der Welt propagieren. Das ist mir ganz wichtig, dass ich dem gegenübertrete. Mit allen Menschen, die bei mir gelernt haben oder allen Menschen, die auch ohne, dass sie bei mir gelernt haben, diese Meinung vertreten. Mhm. Die Vision ist, dass wir alle wieder lernen, uns genauer anzuschauen, dass wir die Individualität des anderen erkennen und dass wir wertschätzen, wenn wir im anderen Informationen sehen, die wir über Worte nicht bekommen, weil es uns das Zusammenleben viel leichter macht. Und dass ich eben, deswegen reise ich auch so viele, auf allen Kontinenten kleine Samenkörner setzen kann, dass irgendwann klar ist, dass ein chinesisches Gesicht nicht anders funktioniert und Aussagen trifft wie ein finnisches oder ein kolumbianisches. Das mag logisch erscheinen, aber wenn ich mit den Menschen rede, ist das eben nicht der Fall. Es lehrt Toleranz, es lehrt Einfühlsamkeit, es lehrt aber auch Neugierde und befriedigt Neugierde. Manchmal nicht genug, aber es ist auf jeden Fall eine Stimulanz. Von daher möchte ich meine Vision gar nicht so weit runterbrechen auf eine große, große Überschrift. Okay, du möchtest dann nicht nur ausbilden, sondern es kann jeder zu euch kommen, um da so, ja, so ein bisschen zu lernen für sich, einfach privat, ne? um zu schauen. Das ist erstmal ist mir wichtig, dass jeder Mensch versteht, jeder Mensch ist ein Gesichtleser. Wir alle schauen in Gesichter und wir alle haben schon ein Grundwissen. Das bei mir zu lernen oder beim einen meiner Lehrer bedeutet nur, dass man den Vokabeln weitere hinzufügt oder was man spürt, verständlich gemacht bekommt. Ich spüre was über den. Warum spüre ich das? Weil er das und das im Gesicht hat. Ah, okay. Wer da kommt, ist ein buntes Spektrum der ganzen Welt. Erstmal Nationalitäten, aber auch Berufe, vom Rechtsanwalt über den Richter, über den Polizisten, über den Arzt, der integrative Medizin macht, über den Therapeuten, über den Lehrer, über den Hypnotiseur, über die Hausfrau, die wissen will, was mit den Kindern los ist. Ja. Das ist richtig kunterbunt. Ja, absolut. Und so sollte es auch sein. Das ist ganz toll. Man kann ja da schon sehr, sehr viel immer erkennen, ne? Und dann wird man nicht so schnell enttäuscht, weil man die Leute schon so ein bisschen einschätzen kann. Das ist schon toll. Ja, ja. Aber ich darf vorwegschicken, enttäuscht werden kann man immer wieder mal. Ja, sicher. Weil der Mensch eben mehr ist als nur seine Persönlichkeitsveranlagung, sondern der Charakter
der sich weiterbildet als die Persönlichkeit, mit der man gestartet ist, der kann selbst eine wundervolle Persönlichkeit in etwas Verzerrtes, Schemenhaftes führen und dann für diese Enttäuschung auf der anderen Seite führen. Ja, man hat immer den freien Willen, ne? Ja, das war sehr schön, was du gesagt hast zum Schluss. Also ich fand es sehr beeindruckend. Vielen also Dank. Bei mir hat es zu 1000% gestimmt, das muss ich sagen. Ja, ich war toll, dass du gekommen bist. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, das war für Sie auch sehr beeindruckend. Und ich freue mich, wenn ich Sie wieder bei meiner Sendung Sabine Lienig TV begrüßen kann. Auf Wiederschauen.